Bei Sion gab der Franzose Anthony Bancarel seinen Einstand. Bei Ibe spielte Sasa Uzovic sein erstes Punktspiel. Udovic bzw. Ibe startete stark. Kerli, die erste Möglichkeit nach wenigen Minuten. Ibe weiter schwungvoll, Sion unkonzentriert. Wieder Kerli. Küffer, Bekirovski, Tor. 1:0, 15 Minuten waren gespielt. Wie ein Sittener kam der Ball zu Bekirovski, wo er im Sion-Tor zwischen den Beinen hindurch erwischt. Der Start in die Abstiegsrunde war Ibe somit geglückt. Die Wariser kamen in der Startphase immer einen Schritt zu spät. Freistoß Ibe, Smajic, Udovic, Kerli und wieder Tor. Nur 3 Minuten nach dem Führungstreffer stand es 2:0. Die Zuordnungen in der Abwehr von Sion existierten nur in der Theorie. Die Berner hatten alle Freiheiten. Das musste Charlie Inalbon zu denken geben. Dann für einmal der FC Sion. Benson, Dolo, Knutti. Optisch schön, doch ungefährlich. Es war dies die einzige Torchance der Sittner in der ersten Halbzeit. Ibe hingegen hatte noch welche. Savu mit Leichtigkeit vorbei an Vanetta. Smajic, immer noch Smajic. Bohrer, Endstation. Wieder eine Szene, die verdeutlichte, dass Sion heute nicht auf der Höhe war. Es blieb beim 2:0 bis zur Pause. Die 3650 Zuschauer im Wankdorf waren zufrieden, ausgenommen die Handvoll Sion-Anhänger. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Sion-Fans keinen Grund zur Freude. Udovic, Kerli, es blieb beim 2:0. Sasa Udovic gab bei Ibe ein gelungenes Debüt, auch wenn ihm hier, wo er vor der Sonne stand. Ganz anders der neue Sittner, Anthony Bancarel, hatte keine vernünftige Szene im gesamten Spiel. Einen weiteren vernünftigen Angriff startete Ibe nach 70 Minuten. Smajic, das 3:0. Herrlich der Pass von Udovic auf Admir Smajic. Der heute berechtigterweise stolz war, ein Ibe-Dress tragen zu dürfen. Charlie Inalbon hingegen fand es zum... Immerhin, der Schiedsrichter hatte Erbarmen mit den Warisern und schenkte ihnen einen Eckball. Und prompt, Sion erzielte darauf seinen ersten Treffer. Vanetta wurde als Torschütze gefeiert, doch ob er oder der Berner Frion das Tor erzielt hatte, lässt auch die Zeitlupe offen. Nicht, dass Sion jetzt stärker geworden wäre, Ibe hatte weiter die besseren Chancen, der eingewechselte Carlos Gomez. Es blieb beim 3:1 für Ibe, das heute eine starke Leistung zeigte.